Kapitel 3. Stormrage erwacht. Am nächsten Tag am Rande des heiligen Mondmoores. Da Cenarius tut es, liegt es an uns, die Druiden zu wecken. Wir müssen das Horn des Halbgottes von der heiligen Mondmoorinsel bergen. Nur sein Ton kann die Druiden aus ihrem Schlummer wecken. Aber Priesterin, die Orks haben eine primitive Siedlung auf der Insel errichtet. Wir müssen kämpfen und sie überwinden, wenn wir Cenarius Horn erreichen wollen. Priesterin Tyrande, Elun sei Dank, wir haben euch gefunden. Die Untoten rücken auf die Grabhügel vor. Die Hügel scheinen verlassen, aber... Ein Druide schläft darin, Schwester. Furion Stormrage. Er ist der weiseste und mächtigste aller Druiden. Er muss gewarnt werden, dass die Legion zurückgekehrt ist. Dann sollten wir uns sputen, wenn die Untoten diese Höhle erobern, bevor er geweckt wird. Lasst uns eilen, meine Schwestern. Furions Erwachen ist unsere einzige Hoffnung. Und Tete Wete, da sind wir wieder bei Warcraft 3. Und wir haben jetzt eine Zeitaufgabe, die aber nicht an einer Zeit bemessen wird. So, Moment, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Irrwische. So, und zwar haben wir hier oben den Grabhügel. Wir haben hier oben das Horn, Moment. Wir haben hier, warte, den Grabhügel und eine Baumwand. Und ein paar Ghule. Und wir können nicht die Ghule erreichen. Die werden unaufhörlich hier die Bäume wegschlachten. Und wenn alle Bäume weg sind, werden sie den Grabhügel angreifen. Und wenn der kaputt ist, haben wir natürlich verloren. Und wir haben Dryaden. Das ist sehr praktisch. Das sind die Töchter des Cenarius. Was man ja deutlich sehen kann an ihrer Statur. Und eine meiner Lieblingseinheiten hier in Warcraft 3, denn sie sind erstmal immun gegen Magie. Und sie können Magie aufheben. Also wenn wir einen Debuff kriegen auf unsere Einheiten, dann können wir diesen entfernen. So, mal Moment, das müssen wir erstmal auf automatisch setzen. Was ist denn außerdem können sie die Gegner vergiften. Und das ist sehr, sehr praktisch. So, da erhöhen wir natürlich erstmal die Kraft der Dryaden. Na gut, ein bisschen ein paar Bogenschützen werden wir auch brauchen. Denn das Problem ist, dass wir, um an das Horn zu kommen, erstmal durch ein Lager der Orks müssen, was verdammt stark bewacht ist. Und wir müssen die Wächter besiegen, die das Horn bewachen. Moment hier. Wir müssen die Mondmoorinsel erreichen. Die Urwächter müssen wir töten. Und Tyrande muss zu Cenarius gelangen, also zum Horn. Was ja auch krass ist, dass es irgendwie nach dem Tod von Cenarius die Leute noch geschafft haben, sein Horn hier hinzubewegen. Und zu sichern. Ich hätte es eigentlich gerne behalten. Erhöhen wir dann noch die Verteidigung? Ich denke mal, wäre ganz gut. Wir können sogar noch ausbauen. Machen wir auch am besten so. Dann können wir schon die höchste nächste Stufe errichten. Und wir können dann einen weiteren Uhrturm bauen. Und zwar den Uhrturm des Wissens. Und da können wir nämlich doch die Dryaden weiter ausbauen. Wie sieht's aus? 30, 40. Ich denke mal, einen Mondbrunnen können wir noch bauen. So. Und dann gehen wir mal mit unserer kleinen Truppe schon mal los. Wir müssen aber auch an unsere Verteidigung denken, weil die Einheiten werden uns auch angreifen. Die Orks. Ich weiß nicht, wie wir so... Oh, noch eine Goldmine. Könnten wir ja auch übernehmen. So, hier geht's rüber zum Fluss. So sei es. Dann gucken wir uns hier nochmal ein bisschen rechts um, ob es hier noch irgendwas gibt. Ansonsten greifen wir mal die Orks ein wenig an. Der erste Angriff, also der erste Kontakt, sagt man so. Ach, hier geht's auch nur zum Fluss, okay. So, schauen wir mal. Und da sind die ersten, das sind Räuber. Räuber sind natürlich keine Gegner. Schnürt sie alle ein, ehe sie sich neu formieren können. Ja, die machen überhaupt keinen Schaden an uns. Ich liebe es, gegen Räuber zu kämpfen, ganz ehrlich. Die sind zwar gefährlich gegen unsere Gebäude, aber gegen unsere Einheiten haben sie sowas von auch keine Chance. Oh, wir brauchen auf jeden Fall Ballisten. Wir haben hier nämlich Wachtürme gegen uns. Gut, dann ziehen wir uns wieder zurück. Und werden jetzt als nächstes Ballisten bauen. So. Dann baust du jetzt noch ein Uhrturm des Krieges. Denn wir brauchen... Was bauen wir da? Baum des Alters. Okay, den bauen wir gerade aus. Hier im Westen ist auch noch was. Moment, da gucke ich mal. So,
und natürlich die Nachtelfenrüstung. Wir können sie nur einmal erhöhen, unsere Ausrüstung. Und wir können Ultrasicht erforschen. Bei den Nachtelfen ist das wichtig, denn dann können sie nämlich in Tage genauso wie in der Nacht weit sehen. Das ist nämlich ein Vorteil gegen unsere Feinde, die nicht so eine gute Reichweite haben. Ich forsche gleich mal mit. Von Elun. Okay, hier war nichts. Einfach nur Kulisse. So, dann ziehen wir uns erstmal hier hin. Und die haben ja sogar einen Uhrturmbeschützer. Das sind die Türme der Nachtelfen. Das haben wir, denke ich mal, in der Ork-Kampagne schon mitgekriegt. Als wir die Bäume abgeholzt haben. Jetzt können wir sie selbst ausbilden. Die können wir aber auch als Einheiten nehmen. Heißt, wir können sie auswurzeln und laufen lassen. So. Ich denke, wir machen noch zwei Irrwische. So, jetzt können wir nämlich einen Uhrturm des Wissens bauen. So. Und wir können verbesserte Bögen erforschen. Das erhöht nochmal die Reichweite. Zurück, zurück, zurück. So, jetzt. Schön in unsere Reichweite. Okay, die haben noch nichts erforscht. Warum sie überhaupt uns angreifen, verstehe ich nicht, weil sie sollen ja eigentlich nur die Untoten im Wald vernichten. Verstehe ich noch nicht so richtig. So. Die erste Balliste wird gebaut. Das wollte ich erforschen, aber wir haben noch nicht genug Holz. Das ist wieder ein Nachteil an den Irrwischen. Wir brauchen echt viele Irrwische, damit wir wirklich schnell Holz zusammenkriegen. Was aber wieder mehr Nahrung dann kostet. So, jetzt können wir noch die Langbögen erforschen. Da brauchen wir 85 Holz. Also Gold haben wir immer genug, nur Holz hängt es immer wieder. So, ansonsten hätten wir ja dann alles erforscht. Wir können uns dann an den Turm wagen. Und dann können wir auch das Lager so langsam angreifen. Und damit hätten wir dann die erste Hürde erledigt. So, wie sieht's aus? Wir haben es gleich. Wir können gleich die nächste. Euer Gebäude ist fertig. Balliste bauen. Moment, dann machen wir auf bei Tyrande. So. Und wir können die Triane ausbilden. Die kosten aber 60 Holz. So, dann ziehen wir uns erstmal. Wo geht's denn hier lang? Können wir da vielleicht von der anderen Seite irgendwie angreifen? Gucken wir mal. Platsch, 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 platsch. Ach, Murlocs. Natürlich keine Chance gegen uns. So sei es. Da ist auch nochmal, das sind etwas stärkere Murlocs. Ah, und hier haben sich welche versteckt. Nachtkriecher. Hier ist ja auch noch irgendwas. So, und die heben natürlich gleich das Gift auf. Oder die Magie, die sie gegen uns eingesetzt haben. Ah ne, wir sind vergiftet. So sei es. Und wir haben ja einen Goblin-Laden. Na gut, das ist jetzt nicht so praktisch. Denn wir müssen nichts einkaufen. So, hier ist ein Brunnen, den können wir gleich nehmen. Und die zweite Balliste ist fertig. So, jetzt bilden wir noch eine Triade aus, würde ich sagen. Noch eine Bogenschützin, noch eine Jägerin. Und noch eine Bogenschützin. Ich glaube, Bogenschützen, wenn wir noch mehr auf Masse setzen, hätten ganz gute Chancen. Ja, wir haben jetzt schon alles erforscht. Also wir sind sehr gut in der Zeit. 83 Bäume haben wir noch, also noch über der Hälfte. Jemand bedroht die Wildnis. So, ziehen wir uns mal zum Brunnen. Dann haben wir nämlich einen kleinen Vorteil gegenüber den Orks. Die weite, weite Welt. Zeig den Weg. Göttin, erleuchte meinen Weg. Ach verdammt, die laufen jetzt nur dahin. Ich habe keine Furcht. Hätte ich jetzt auch mal auf Tyrande setzen sollen. Ich bin Moment. Bereit. So. Ihr seid am Zug. Kein Wort mehr. Okay, dann mal los. Ein bisschen Action. Wir werden jetzt so wahrscheinlich auch angreifen, also eine Gegenwehr geben. Auch schon wieder ein Räuber. Das ist ja niedlich. So. Und ihr seht, wie schnell die Lebenskraft des Räubers zerfetzt wurde. So, und ihr geht weiter auf die Türme. Gar nicht erst. Oh, jetzt greifen sie an. So. Oh Gott. Ja, das sind echt einige. Oh, eine Blitzfalle, die machen wir schnell kaputt. Noch eine Blitzfalle machen wir auch kaputt. So. So, du ziehst dich wieder zum Brunnen zurück. Vorsichtig.
Ah, Blitzschild. Aber wir können es aufheben, zum Glück. Denn der Blitzschild würde sonst sehr viel Damage machen. Macht schnell. So, du haust hier noch eine Eule rein. Dann können wir nämlich das Land hier ausspähen. So, jetzt haben wir natürlich den Vorteil der Nachtelfen. Wir können in den Fernkampf gehen. Heißt, uns tun die Nadeln, die Stacheln der Orks gar nicht weh. Weil, wenn ich jetzt hier mal gucke, die haben gar nicht das erforscht. So, ihr macht mal gleich den Orkbau kaputt, weil die Pions ja jetzt schießen sonst. So. So, Orkbau ist auch kaputt. Dann können wir jetzt auf die Kaserne gehen. Oh Gott. Zurückziehen, zurückziehen. Da ist nämlich ein Held. So, du ziehst dich an deinen Gesundheitsgrund zurück. Oh, da haben wir schon den ersten Verlust. Elfen sind stärker als wir dachten. So, du gehst dann auf das Bestarium. Verdammt, wer ist der Richtige? Das weiß ich nicht. Der teilt sich dauernd. Da ist noch ein Troll. Hexenmeister. Hexendoktor. So, das war's. Das ist nur noch ein Doppelgänger. So, erhöhen wir nochmal unsere Fernkampfkraft. So, zurückziehen. Das soll dann der Turm erledigen. Das sollen dann die Ballisten erledigen. So. Dryaden. Sie können sich zum Glück heilen am Brunnen. Auch wenn sie immun gegen Magie sind. Ja, wir haben schon einige verloren. Das heißt, ich bilde nochmal zwei Dryaden aus. Und eine neue Jägerin und zwei Bogenschützen. So. Ja, das war's. Die Türme sind erledigt. Und damit können wir das Lager überrennen. So. Gut, sie hatte gleich die Magie aufgehoben. Das ist gut. Oh, wir brauchen mehr Mondbrunnen. Oh, jetzt kommen die ganzen Pions. Oh Gott, zieh dich zurück. Ah, verdammt. Gut, wir bauen eine neue Dryade. Und wir bauen jetzt gleich mal einen weiteren Mondbrunnen auf. So. Sieht gut aus. Da oben ist noch ein Turm. Wieder eine Dryade verloren. Also gut, der Nachteil ist eine Dryade. Dryade haben keine Rüstung. Die haben nur, also die haben so eine Stoffverteidigung wie die Priester von den Menschen. So, das war's. Ich denke mal, jetzt können sie nichts mehr machen. Und wir haben noch 70 Bäume vor uns. Also als Schutz für uns. So, das war's. Orklager ist vernichtet und wir haben die erste Hürde geschafft. Jetzt müssen wir nur noch die Urwächter besiegen. Euer Gebäude ist fertig. So. Das ist auch fertig. Ah, die weite, weite Welt. So, wir rüsten nochmal nach. Dass wir überhaupt gar keine Einheitenknappheit haben. Oh, das Schaden ist einfach genial. Wie schnell hier das Gebäude einfach weggemetzelt wird. Na gut, liegt daran, dass wir auch Belagerungsschaden haben. So. Die Mondmoorinsel haben wir erreicht. Und jetzt müssen wir die ersten Wächter erledigen. Da ist der erste Urwächter. Und der hat die Gestalt eines Hüter des Hains. Also ein Szenarios halt. Der Szenario ist ja nicht der einzigste Hüter des Heins. Es gibt ja noch seine Kinder. Ich weiß aber nicht, wofür diese Wächter sind. Haben wir auf jeden Fall ein wilde Kind gerade beschworen. Beziehungsweise nennt man da noch Eulenbären. Die werden ja noch erst zu wilde Kind umbenannt. Was nehmen wir denn da weg? Was ist das? Beweglichkeit. Das ist sehr gut für uns, weil wir auf Fernkampf sind. Was nehmen wir denn da weg? Hier haben wir mehreres. Hier wird die Angriffsrate erhöht, Angriffsschaden erhöht, Intelligenz. Und hier Intelligenz um 1 weg. Den wollte ich eigentlich Fugion geben, aber wir haben einfach keinen Platz mehr im Inventar.
So, hier haben wir nochmal einen Mana-Brunnen. Die Göttin ruft. So sei es. So, wir haben schon mal den ersten Wächter erledigt. Der hatte natürlich auch keinen Hauch einer Chance. Jemand so, schön Mana tanken. Und das ist der zweite Wächter. Spürt den Zorn der Natur. Und wieder ein paar wütende Eulenbären. Die Göttin ruft. So, wie sieht's aus? Sieht gut aus. Gut, wir verlieren jetzt ein paar Einheiten. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Gehen auch noch Eule rein. So. Das ist toll, da kann man immer schön sehen, wo man gerade ist. Ich folge der Stimme von der kann gut zaubern. Aber das bringt die nichts. Das war der Eisbeschützer. Feuer, Eis haben wir jetzt schon erledigt. Im Namen von Tenarius. So, was haben wir hier drin? Nichts. Bei oh, das war's schon. Es waren nur zwei Wächter. Anti-Magie-Trank. Gut. Und wir haben... Doch, wir haben noch einen Beschützer haben wir vor uns. Und zwar Blitz. Der wird wahrscheinlich jetzt versuchen, uns mit... Was? Ihr müsst alle Urwächter töten, bevor ihr das Horn von Szenarios bekommen könnt. Ja, gut, das wussten... Das habe ich jetzt gerade auch eben gesagt. Oh Gott, die machen ganz schön viel Damage. Tyranne muss überleben. Ich kann es mir nicht leisten, sie nochmal wieder zu beleben. Oh Gott, warte mal, wir müssen nachrüsten. Zeig den Weg. So. Haben wir ihn erledigt? Der Stimme von Elun. Oh, wir haben ihn erledigt. Gut, gut, dann hat sich das erledigt. Dann brauchen wir nicht unbedingt nochmal nachrüsten. Endlich! Das Horn von Szenarios. Jetzt können wir Furion wecken. Das Horn ertönte und ich kam wie versprochen. Ich rieche den Gestank von Verderbnis und Verfall in unserem Land. Das macht mich wütend. Tretet herfür, ihr Recken von einst. Zerschmettert die Invasoren wie in alten Zeiten. Und damit haben wir den Sieg errungen. Und ihr habt gesehen, wie stark Furion ist. Und wer dieser Furion ist überhaupt und was er so kann, das erfahren wir natürlich erst in der nächsten Folge. Also bleibt dran. Ciao.